Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim Talkradio. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage und seid guter Dinge für eine neue Talkradio-Runde, neue Talkradio-Woche. Das Thema heute Nacht heißt extreme Religiosität. Und meine Fragen an euch lauten unter anderem, seid ihr selbst Mitglied einer religiösen Gemeinschaft, einer Gruppe, die sich ganz klar und strikt abgrenzt gegenüber anderen? Wie seid ihr da reingekommen und wie fühlt ihr euch dort? Und oder habt ihr Erfahrungen mit extrem religiösen Gemeinschaften oder Gruppierungen? Sei das nun innerhalb der Kirche, der Kirchen oder auch außerhalb der Kirche von Sekten, innerhalb von Sekten. Wie sind diese Erfahrungen? Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, das ist eine kostenfreie Telefonnummer und ihr könnt natürlich hier anonym anrufen und ihr könnt euch auch mit mir anonym unterhalten. 0130 2911, 0130 2911 und wir beginnen heute Nacht mit der oder dem Perwin, 19 Jahre. Hallo, guten Abend, die Perwin. Eine Frau ist das, ja. 19 Jahre. Mhm. Hallo. Hallo. Ja, extreme Religiosität heißt das Thema, Perwin. Du hast Erfahrung gemacht? Ja, kann man so sagen, jeder andere auch. Ja. Also ich war bis vor einiger Zeit auch sehr gläubig, habe dann aber eigentlich sehr radikal meine Einstellung zum Glauben durch sehr intensive Gespräche mit einem ganz lieben Menschen geändert. Perwin, erste Bitte, geh bitte ganz nah ans Telefon, Man versteht es nicht so ganz gut. Was war das für eine Religiosität, die du da praktiziert hast früher? Also ich gehöre eigentlich immer noch dem Islam an. Ja. Bin aber nie zum Beispiel verschleiert rumgelaufen. In mir war ich sehr gläubig, habe auch kurz vorher angefangen, das Beten zu lernen. Kurz vorher? Ja, das war so anschneidende Erlebnisse mit halt dieser Person, mit der ich diese ganz intensiven Gespräche hatte. Und die meine Einstellung doch sehr geändert haben, weil diese Person mir richtig Denkanstöße gegeben hat. In welche Richtung? Überhaupt darüber nachzudenken, was ist Religion und wie ist sie entstanden und gibt es sowas wie einen Gott überhaupt? Was ist das Resultat dieser Denkanstöße jetzt gewesen? Also ich denke, dass der Mensch im Laufe der Zeit diese Riesenneurose, genannt Religion, einfach entwickelt hat und seine Ängste vor dem Dasein oder beziehungsweise dann ja eben Nicht-Dasein nach dem Tod zu unterdrücken. Vor dem Nichts? Nicht-Dasein. Ja, also nee, ich sag die Angst vor dem Nichts. Mhm, genau. Und das heißt, Religion ist ein ganz simpler Abwehrmechanismus des Menschen. Es gibt nämlich so viele widersprüchige Dinge beziehungsweise Aussagen in Religionen wie zum Beispiel dem Christentum oder dem Islam und anderen Religionen. Und unbeantwortbare Fragen, die mich einfach haben zweifeln lassen. Das heißt, du hattest eine relativ intensive religiöse Phase. Dann gab es die Begegnung mit diesen Menschen und die Gespräche. Und die hatten zur Folge, dass du jetzt schon auf Distanz gegangen bist zur klassischen Religionsidee, sage ich jetzt mal so. Es ist ja so, dass viele Menschen gar nicht darüber nachdenken. Die wachsen einfach damit auf. Ja. Mit der jeweiligen Religion und intensiv wird darüber gar nicht nachgedacht, sondern ist eigentlich wie eine Tablette immer nur runtergeschluckt. Mhm. Und ich muss. Also würdest du sagen, dass Gott in welcher Beziehung auch immer rein und nichts anderes als eine Idee des Menschen ist? Mhm, ja. Es ist naturwissenschaftlich bewiesen, dass der Mensch eigentlich nur ein Teil der Evolution ist und dass er momentan dominiert und irgendwann, bis eine andere Spezies kommt, die dann selbst dominiert, uns unterdrückt, so wie wir es zum Beispiel mit den Tieren momentan machen. Perwin, wie lange warst du gläubig? Bis zu meinem 19. Lebensjahr. Ja. Eigentlich. Und ich muss sagen, nichtsdestotrotz ist Religion eigentlich auch gar nicht so schlecht. Sie hat auch seine guten Seiten.
weil sie für viele schwache Menschen einfach notwendig ist. Würdest sie haben keinen anderen Halt. Und ja. Das ging mir ja eigentlich genauso. Und würdest du heute sagen, dass du Atheistin bist? Eigentlich schon. Nur ich möchte es mir selbst manchmal nicht eingestehen, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo ich darüber nachgedacht habe, war Religion ja eigentlich mein einziger Halt, auf das ich immer wieder hundertprozentig vertrauen konnte. War es dann nicht sehr schwierig sehr problematisch für dich, als dieses, sag ich jetzt mal, dieses Gerüst in dir zusammengebrochen ist? Da fühlt man sich wie, wenn man in ein Loch gestoßen hat. Und ich habe auch irgendwie so eine Wut auf diese Person gehabt, teilweise, warum sie mir das weggenommen hat, welches Recht hatte sie dazu, mir das wegzunehmen. Das war schwer zu akzeptieren, aber... Darf ich fragen, was für eine Person das war? Das war mein Lehrer. Dein Lehrer, ja. Wir waren auf Stufenfahrt in Rom und da sind halt sehr viele Gebäude mit religiösem Hintergrund, Vatikan und so, und da bin ich mit ihm automatisch ins Gespräch gekommen, Entschuldigung, über dieses Thema. Was war für dich das Schwierigste, nachdem du nicht mehr glauben konntest? Das einfach die Akzeptanz, dass nach dem Tod nichts mehr ist und dass ich im Grunde genommen dann unter der Erde liege und dann von Würmern aufgefressen werde und dass es mich dann nicht mehr gibt. Ja. Ich habe statistisch gesehen eine Lebenserwartung von 76,1 Jahren. Und dann bin ich irgendwann weg und es gibt mich nicht mehr. Ich kann das, was du erzählst, sehr gut verstehen. Das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, auch eine sehr, sehr intensive christliche Phase hinter mir. Und als diese Phase beendet war, ging es mir eine ganze Weile sehr schlecht, weil ganz einfach für mich der Sinn des Lebens zerplatzt war und ich mich nirgendwo festhalten konnte, weder an irgendwelchen moralischen Gesetzen, Kategorien, noch an irgendwelchen Heilsversprechungen oder an irgendwelchen Hoffnungen, die sich auch beziehen auf ein Leben nach dem Tod. Es ist schwer zu akzeptieren, dass es danach nichts mehr gibt, wenn wir uns ehrlich gegenüber bleiben. Ja. Perwin, ich danke dir für deinen Anruf. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich herzlich den Friedemann und der ist 22 Jahre. Ja, hallo Romian. Hallo Friedemann. Ja, ich bin auch. Ich wollte erstmal zu deiner Sendung gratulieren, ne? Und mein Thema ist auch, also innerhalb der Kirche. Also ich habe sehr intensiv mit der Kirche innerhalb der Wendezeit erlebt. Klacker mal nicht so rum da. Ja, das war gerade fast umgefallen auf dem Tisch. Nein, mein Vater ist auch Pastor und so, mein Onkel ist sie auch. Also mein Vater ist zwar nicht mein Amt tätig und daher bin ich schon vorbelastet. Und ich war aber nicht bei meinem Vater in der Gemeinde, sondern da, wo alle unsere Jugendlichen gegangen sind, da waren 70 Jugendliche bei uns, also ziemlich viele. Ja. Und wir haben doch immer sehr viel Spaß gehabt, uns getroffen. Und als die Wende dann kam, hat er so mit einer Freikirche, also mit einer freien Gemeinde, sogenannten, hat er sich dort zusammengetan und ist dort übergelaufen. Mhm. Aber noch während er in dieser Landeskirche war. Als evangelischer Pastor ist er übergelaufen? Ja, ist er übergelaufen. Und warum? Ja, weiß ich nicht. Also es konnte keiner sagen. Und er hat sich auch, als er noch im Amt tätig war, sich taufen lassen. Und das ist ja in der Landeskirche, also das Wiedertaufen, ne, ist ja in der Landeskirche eigentlich nicht gestattet. Das ist ja nur die Kindestaufe. Ist das jetzt deine Erfahrung, von der du erzählen möchtest, mit extremer Religiosität? Ja, also damit kommt, ja, eigentlich schon, das gehört damit zu, aber ich mach's mal ein bisschen kürzer, weil es ja sonst lange dauert. Ja, also, da ist er dann übergelaufen und da kam dann auch so ein Mann aus Stuttgart, also da, wo sie den Sitz haben von dieser Gemeinde, und er wollte uns nun was erzählen, was wir gelernt haben vorher, ist alles falsch, und wollte uns nun sagen, dass, was er jetzt sagt, richtig ist. Also er wollte euch, die Familie, auch mit rüberziehen. Ja, und überhaupt auch unsere Gemeinde, also eigentlich alle, die dort waren. Ne? Ja. Mit was hat er versucht, euch zu, ich sag's es mal provokant, zu ködern? Ja, erstmal hauptsächlich mit dieser Taufe im Heiligen Geist, ne, und dass man sich auch jeden Tag neu bekehren sollte. Mhm. Und dann hat er auch immer dort so Versammlungen abgehalten und wollte uns dann die so von Kleinigkeiten abbringen, zum Beispiel von Rauchen und von Trinken. Und da hat er so einmal einen aus der Menge geholt, der aus Stuttgart, und sagte, du willst jetzt aufhören zu rauchen, komm nach vorne,
und spähte mit dir und legte ihm die Hand auf den Kopf und eine Hand in die Höhe und wie das ja so ist und betete ihn und du hast jetzt aufgehört zu rauchen, zerknüllt die Schachtel Zigaretten und ging dann wieder los, der Junge, ne? Ja. Wir wussten aber alle, dass der gar nicht rauchte, also der Junge, ne? Und haben uns erstmal köstlich amüsiert, ne? Und von daher wussten wir schon, irgendwie kann da was nicht stimmen, naja, und da wollten wir auch irgendwann da abhauen und hat der Pastor aber die Türen vor abgeschlossen, dass wir gar nicht erst rauskamen, ne? Und dann wollten wir raus und dachte, nee, wir kommen erst raus, wenn das zu Ende ist. Und dann mussten wir durchs Klofenster aussteigen, ne? Ja. Wie heißt denn diese freie Kirche? Ja, diese freie Kirche hat eigentlich einen seriösen Namen, weil es da vier Gruppen von gibt, von dieser Freikirche. Und das ist eine Splittergruppe davon. Also es ist die Gemeinde Gottes. Gemeinde Gottes? Ja, und hat in Stuttgart ihren Sitz, ne? Ja. Und ich kenne auch hier welche, aber die sagen, das ist eigentlich gar nicht so, ne? Also ich meine, wollen sie ja dann auch nicht zugehen. Sag mal, jetzt ist dein Vater konvertiert, sage ich mal so. Also er ist übergetreten. Nein, mein Vater nicht. Das ist nicht mein Vater. Das ist ein anderer Pastor. Mein Vater, der war, ist auch Pastor, weil ach so. Der hat mich da. Also meine Schwester, die war noch weiterhin in der Gemeinde und die hatte dort auch einen Freund und war auch mit denen eigentlich ziemlich gut zusammen, also schon mehrere Jahre. Und die wollte eigentlich auch mit denen länger zusammenbleiben. Aber der Pastor hat gesagt, entweder tritt sie in der Gemeinde ein. Oder er sollte doch Schluss mit ihr machen. Und das wollte sie natürlich nicht. Und er eigentlich auch nicht. Bloß der Pastor hat ihn so lange belabert, bis er dann Schluss gemacht hat mit meiner Schwester. Und da hat meine Schwester eigentlich nicht so drüber hinweggekommen, die erste Zeit. Und ich eigentlich auch nicht. Also überhaupt die ganze Sache, was da so abgelaufen ist. Also die ganze Kleinigkeiten, ich habe da schwer mit zu schaffen gehabt. Und meine Mutter wusste gar nicht mehr, was machen sollte. Ich habe da wirklich Tage geholt, wie du auch vorhin sagtest. Man fällt dann so, man wird dann alles genommen. Mhm. Man fällt dann so wirklich in so ein Loch. Ne? Man weiß dann wirklich nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich verstehe nicht, wieso du in ein Loch fällst, wenn ein Pastor aus deiner Gemeinde in eine andere Gruppierung geht. Weil er uns wollte uns mitziehen. Und weil wir eigentlich so die ganze Zeit so überzeugt von ihm waren und wir eigentlich gedacht haben, das ist, weil der war der beste Pastor in der Gemeinde, deswegen hatten wir auch so viele Jugendliche. Er war wirklich top und das war super und da war ich auch jahrelang gut. Ja. Hat das denn deinen Glauben auch in Frage gestellt? Ja, also ich habe 2 Jahre, wollte ich absolut nichts mehr davon wissen. Ne? Also, und auch die anderen, die da nicht mehr da sind, also wirklich Leute, die mit der Bibel unter den Armen losgegangen sind und jeden also so bekehren und so, ne, die kann man heute wirklich, also wenn man die auf Gott anspricht, dann sind die total, also irgendwie, was willst du denn? Und so kannst du auch vergessen. Und aber du bist noch weiter Mitglied der normalen evangelischen Kirche. Ich bin noch weiterhin Mitglied der evangelischen Kirche, Und Friedemann, danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss, ciao. Markus, 19 Jahre. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Pass auf, ich bin, seitdem ich praktisch denken kann, bin ich als so Jehovas auf erzogen worden. Aha. Das ging bis zu meinem 16. Lebensjahr so. Und irgendwann habe ich mal so eingesehen, so denke ich mir so, ist nicht mein Weg. Sind deine Eltern auch Zeugen? Ja, meine Mutter, genau. Deine Mutter, dein Vater nicht? Der war es auch, aber dann ist er gestorben. Ja. Mit deinem 16. Lebensjahr hast du schon so gedacht, das ist nicht mein Ding? Ja, klar. Warum? Naja, man muss abwägen, glauben, weißt du, und handeln. Und wenn ich... Was hat dich denn am meisten gestört da? Ach, also ich muss grundsätzlich sagen, das ist eigentlich für mich, ich denke, das ist eine gute Sache. Es ist eine ziemlich gute Religion, denke ich. Nur, wenn ich da nicht voll hinterstehe, dann kann ich die auch nicht leben, verstehst du? Was war denn, wohinter du nicht stehen konntest? Ach, da gab es verschiedene Sachen, beispielsweise. Was denke ich, wenn ich abends in der Kneipe sitze und besoffen bin beispielsweise und am nächsten Morgen den Leuten was von der Bibel erzählen will, weißt du, das passt nicht. Mhm. Oder auch Sex vor der Ehe gibt's ja auch nicht, ne? Mhm. Und naja, ich will mal sagen, heute würde ich ihn nicht missen wollen, ne? Wen willst du nicht missen? Den Sex. Ja. Ja, und die Sache ist, eigentlich wollte ich nur sagen, dass die Leute sich immer grundsätzlich beschweren über die bösen Zeugen Jehovas. Und im Fernsehen wird so viel gelabert über diese Leute, ne? Ja. Und im Endeffekt, ich weiß es jetzt aus eigener Erfahrung, ich identifiziere mich nicht mit diesen Leuten, ne? Mhm. Wirklich nicht. Aber im Endeffekt sind das ganz feine Menschen, muss ich ehrlich sagen. Aber das sind ja ganz, ganz grundsätzliche Dinge, die du schon gerade angesprochen hast. Ganz, ganz klare, sage ich jetzt mal, moralische Kategorien, die den Menschen aufgezwungen werden. Bewertest du das nicht als sehr negativ und sehr, sehr unmenschlich letztendlich auch?
Gerade gegenüber jungen Leuten auch, dass ja. junge Leute da so reingezwungen werden. Ich meine, das mit dem Sex vor der Ehe, ne? Das ist in allen Religionen so. Naja, gut. So krass ist es nun nicht. Also es gibt schon Gruppierungen, wo man das weitaus liberaler das, sieht. Ne? Dass fast alle Leute falsch verstehen, ist, dass es bei den Zeugen Jehovas eigentlich keine Gebote gibt. Ne? Es heißt immer, die dürfen nicht Alkohol trinken und die dürfen keinen Sex vor der Ehe haben. Und die dürfen dies nicht und sie dürfen kein Weihnachten feiern. Aber im Endeffekt steht da überhaupt kein Zwang hinter. Es ist einfach der Glauben so. Und wenn ich das glaube, dass das falsch ist, dann mache ich das auch nicht. Und dann bin ich auch froh dabei, wenn ich das nicht mache. Verstehst du? Ja, ich verstehe das nicht so ganz, wieso du dann weggegangen bist. Weil ich keinen Bock darauf hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Gab es denn Schwierigkeiten, als du weggegangen bist? Hat man versucht, dich zu halten? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Natürlich, meine Mutter war traurig und bla, hier hast du ihn nicht gehört und so, ne? Mhm. Aber ich sage, ich habe ihr erzählt, du, es ist mein Lebensweg, ist anders als dein Lebensweg. Und ich möchte meinen Lebensweg so leben. Dann gibt es überhaupt keine Probleme. Auch mit den anderen Zeugen nicht. Also, die haben alle sehr gut drauf reagiert. Mhm. Und es ist keineswegs so, dass da irgendjemand hinterherhängt oder Zwang ist oder irgendwelcher Psychoterror oder so, wie man das oft hört. Also habe ich eine andere Meinung, die basiert auf vielen Gesprächen und Informationen, die ich habe aus dieser Ecke. Hast du dich schon mit jemand unterhalten? Bitte? Hast du dich denn schon jemand von den Zeugen mal reichlich, unterhalten? Reichlich, ja, reichlich. Ja. Ich sehe das nicht so locker wie du und ordne die Zeugen schon als eine sehr unangenehme, wenn nicht gar gefährliche Gruppierung ein. Ja? Du bist so aus? Wie bitte? Worauf basiert denn deine Meinung dann? Weil ich schon denke, dass das eine Sekte ist mit einer strengen Hierarchie, mit ganz klaren Grundsätzen und mit einem großen Gruppendruck auch. Und wenn ich nur diesen ganzen Bereich der Sexualmoral anspreche, das reicht mir eigentlich schon aus, um so etwas abzulehnen. Geschweige denn, wenn man über die Blutdiskussion mit denen spricht, da geht mir der Hut dann hoch. Ne? Ich hatte hier auch schon Streitgespräche mit Zeugen Jehovas über Masturbation oder mit Homosexualität. Das zieht mir die Socken runter. Ne? Da habe ich kein Verständnis und keine Toleranz mehr. Domian, du hast keine Toleranz, weil du den Glauben nicht hast, weißt du? Wenn du jetzt ein Zeuge Jehovas wärst, dann würdest du daran glauben. Ja, das ist ein seltsames Argument, ja. Ich halte nur nichts davon, wenn Zwang auf Leute ausgeübt wird. Das halte ich immer für schlecht und unangenehm. Also ich muss sagen, ich habe nie erfahren, dass auf irgendjemand Zwang ausgeübt wurde. Das mag vielleicht irgendwo geben, das will ich nicht abstreiten. Mhm. Aber ich persönlich habe es... Aber die Jugendlichen werden eben so erzogen, ne? nach diesen Wertmustern. Mhm. Und du bist da vielleicht wirklich auch ein Ausnahmefall. Aber es gibt auch keinen Zwang auf die, verstehst du? Ich habe andere... Nein, aber es gibt das schlechte Gewissen. Und das schlechte Gewissen ist das Gröbste und Schlimmste überhaupt, was man einem Menschen antun kann. Mhm. Ich weiß nicht so. Weißt du, ich habe mal von einer Zuschauerin die auch bei den Zeugen Jehovas war, ein Büchlein zugeschickt bekommen. Das trage ich immer mit mir rum. Ja, das kenne ich auch. Das kennst du auch, ne? Mhm. Und ich habe gerade mal drin geblättert. Nur ein ganz kleines Beispiel. Da geht es dann um Masturbation. Und da heißt die Überschrift Masturbation. Wie kann ich das Verlangen bekämpfen? Und dann wird also ellenlang berichtet und problematisiert, wie schlimm es doch letztendlich ist und wie man damit umgehen soll und dass man eben ein verdammt schlechtes Gewissen hat, wenn man es macht. Und das finde ich einfach so beschissen. Ja. Auch jungen Leuten gegenüber. Ich habe da auch eine andere Meinung drüber. Aber ich denke mir, egal in welcher Sekte du bist und was auch immer, ne, wenn du die Sache glaubst, die du dir erzählst, wenn du dahinter stehst, dann ist es doch im Endeffekt völlig egal, wo du bist und ob es schlimm ist und ob jemand anders das als schlimm empfindet. Solange du doch glücklich damit bist. Weißt du, dahinter steckt die große Frage, darf man ein totalitäres System in Kauf nehmen, nur weil man sich darin geborgen fühlt? Da sind wir auch schnell in einer politischen Diskussion. Ja, ich glaube nicht. Okay, aber deine Meinung ist klar, du bist raus und relativ problemlos. Sei froh, Markus. Danke für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss, ciao. Roland, 37. Roland? Ja. Hallo, Roland. Hallo. Thema heute Nacht, extreme Religiosität. Ja. Ich finde also extreme Religiosität auch schlimm, weil das mit eigentlich Evangelium nichts zu tun hat. Hast du selbst Erfahrungen? Was? Hast du selbst Erfahrungen gemacht? Mit was? Mit solchen extremen Richtungen. Ja,
habe ich schon gesehen. Ich habe erst vor kurzem, also vorgestern war das am Ostersonntag, so einen Filmbericht gesehen auf den Philippinen. Also ein Filmbericht, aber du selbst hast keine Erfahrung gemacht. Ich habe das auch gesehen. Also ich bin einfach in eine katholische Familie hineingeboren worden. Mhm. Und musste in die Kirche gehen. Es war halt einfach Tradition. Es ist eben seit langer Zeit so, der Ort, wo ich herkomme, ist katholisch und 99% sind katholisch und da geht man eben in die Kirche und man hinterfragt es einfach überhaupt nicht mehr. Man macht es eben, weil man es eben von den Eltern, Großeltern vorher irgendwie so vermittelt oder ja von Religionsunterricht eigentlich vermittelt bekommen hat. Aber ich denke, für mich geht das irgendwie alles an der Sache eben vorbei. Es geht nicht darum, Religion zu vermitteln, sondern es geht darum, den lebendigen Gott kennenzulernen. Mhm. Und das ist mir vor 4 Jahren passiert. Also ich war bis zum Hals im Dreck drin und wollte rauskommen. Und ich habe verschiedene Sachen gemacht, die ich scheiße fand. Also ich habe gesoffen, ich habe Automaten gespielt, ich bin ins Puff gegangen. Mhm. Ich habe mich nach Liebe gesehnt. Ne? Ja. Nur habe ich die eben dort nicht gefunden. Also in der klassischen Kirche hast du die nicht gefunden? Bitte? In der klassischen Kirche hast du die nicht gefunden? Da habe ich Gott nicht gefunden. Ja, sondern was ist dann passiert? Ja, eben, wie gesagt, eben, ich bin in so ein Suchtverhalten reingekommen eben. Sucht hat ja auch was mit Suche zu tun eben, da kommt ja das Wort her. Und habe gesucht und habe in der Kirche nicht gefunden und habe dort auch keine Antworten bekommen. Ja. Zu Hause keine Antworten bekommen, weil das war nie ein Thema, worüber man geredet hat. Weil das ist ja irgendwie sowieso noch so ein Tabuthema, über Gott zu reden. Aber du hast irgendwo Antworten bekommen, wo? Die habe ich bekommen, die habe ich von Freunden bekommen, die ich eigentlich am Anfang auch nicht so toll gefunden habe, die mir das irgendwie immer viel zu leicht erklärt haben. Die haben gesagt, geh zu Jesus. Ich habe gesagt, geh zu Jesus, ich glaube an Gott, aber wie soll ich zu Jesus gehen? Der hat immer wieder nur, also es war, Werner hat der geheißen, der hat zu mir gesagt, geh zu Jesus. Und gehören diese Freunde einer bestimmten Gruppe an? Nee, kann man so nicht sagen. Eine Gemeinschaft? Heißt die Gemeinschaft irgendwie? Na, die gehen in freie Gemeinden so. Ja, also eine freie evangelische Gemeinde. Eine freie evangelische Gemeinde, die letztendlich halt nur dem verantwortlich sind, halt letztendlich nur Gott verantwortlich sind. Und der Bibel eben. Ja, hört sich gut an, sagen alle. Aber du hast gute Erfahrungen da gemacht. Erzähl mal deine guten Erfahrungen. Habe ich auf jeden Fall gemacht, ja. Also ich war eben bis zum Hals im Dreck drin. Genau, die berufliche Situation kam dann auch noch dazu. Ich war Altenpfleger eben, habe das 10 Jahre ausgeübt. Und mein Akku ist immer leerer geworden eben. Mhm. Und ich immer tiefer rein in den Morast. Und ich habe dann angefangen, nach Gott zu schreien. Ich habe nach ihm geschrien und habe eben wirklich geschrien, Jesus, wenn es dich gibt, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich erleben. Weil es gab keine andere Alternative mehr. Sag mal, Roland, dann bist du zu diesen Leuten gekommen, bist auch in die Gemeinde gegangen von denen. Ich bin erstmal nicht in eine Gemeinde gegangen. Ich habe mich nur mit diesem Werner öfter mal getroffen. Ja. Und auch hat es eine Corinna noch gegeben, also die sich eigentlich überhaupt nicht gekannt haben. Und die habe ich auch vorher schon gekannt. Und ich habe bei denen, also die haben sich vorher schon bekehrt gehabt, bei denen habe ich eine Veränderung festgestellt. Ich kannte die auch schon über einige Jahre. Versuch mir doch mal zu erklären, was genau du da bekommen hast, was du vorher nicht gekriegt hast. Ich habe mich zusätzlich auch noch für fast alle Probleme der Welt mitverantwortlich gefühlt gehabt zu der damaligen Zeit, für das Wettrüsten, für die Umweltverschmutzung, für dass jeden Tag 30.000, 40.000 Kinder sterben an Hunger und so. Und das kam zu dem allen noch dazu. Und Gott hat in dem Sinne so eingegriffen, dass er mir diese Last und diese Schuld weggenommen hat. Ich bin eben mit meiner Schuld zu ihm gegangen. Jesus lädt ja ein und sagt, kommt her zu mir. Gut, alle, aber ich... mühselig und beladen. Ja. Gut, das könnte dir jeder evangelische Pastor der normalen Kirche, der Landeskirche auch bieten. Warum hast du es da nach deiner Auffassung besser und näher bekommen als halt in der normalen Kirche? Weil dort denke ich immer um eine persönliche Beziehung geht. Also ich bin vor 8 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten und war dann ja auch 7 Jahre in einer evangelischen Gemeinde, ohne dass ich in die evangelische Kirche eingetreten bin. Aber dort bin ich aus meinen Problemen nicht rausgekommen. Und auch in der Gemeinde hat mir keiner den Weg gewiesen, wie das wirklich geht. Bist du jetzt zu Jesus zu gehen. Bist du jetzt aktives Mitglied dieser Gemeinde? Ich bin jetzt aktives Mitglied in der Gemeinde, ja. Ja, und fühlst dich da wirklich wohl? Ich fühle mich dort wohl, obwohl es nicht das Paradies auf Erden ist. Also jede Gemeinde, denke ich, hat Fehler. Gibt es da etwas, was du auch haben? Gibt es etwas, was du kritisierst auch? Sicherlich gibt es da was man kritisieren kann. Was denn zum Beispiel? Also meine persönliche Überzeugung,
Es gibt Gemeinden, bibelgläubige Gemeinden nennen die sich, eben, die dann eben wirklich die Bibel betrachten als wirklich vom Himmel gefallen. Ist das deine Gemeinde? Es gibt Leute drin. Ja. Es gibt Leute drin, die das gerne so haben möchten, aber was mir auch ganz, ganz wichtig ist im Glauben, es beruht alles auf Freiwilligkeit. Ja. Wird denn Toleranz in deiner Gemeinde groß geschrieben? Was verstehst du unter Toleranz? Zum Beispiel gegenüber Andersgläubigen? Ich lasse jede andere Meinung stehen, aber ich setze mich mit dem inhaltlich schon auseinander. Ja. Roland, danke für deinen Anruf. Ich danke dir auch. Tschüss, dir noch Jesus Segen. Ciao, danke schön. Ciao. Giovanni, 27. Ja, grüß dich, Domian. Giovanni, guten Morgen. Morgen. Ja, also ich habe sozusagen eine positive Erfahrung gemacht, also mit einer ähnlichen Sekte, die nennt sich zwar Kirche, also das sind die Mormonen. Mhm. Das war damals, da war ich 16, habe die Kirche damals so kennengelernt, die waren vor allem in Frankfurt auf einer Fußgängerzone. Mhm. Und bin dahin, habe die immer angesprochen, ein bisschen darüber geredet. Dann haben wir einen Termin ausgemacht, dass sie privat zu mir nach Hause kamen und darüber geredet, dann irgendwann mal in die Kirche rein, hab mir es mal angeguckt, 3 Stunden lang was zu predigten, hat mir ja eigentlich ziemlich wunderbar gefallen, so dass ich mich schon hab bekehren lassen. Was hat dir gefallen bei den Mormonen? Ja, eigentlich ist das Ganze, das Zusammenhalt in der Gemeinschaft drin. Also man war wirklich herzlich willkommen. Ja. Und so etwas hattest du vorher noch nicht erfahren, irgendwo anders? Nee, ich war ja katholisch erzogen von meinen Eltern. Mhm. Und hatte auch nie viel übrig gehabt von der katholischen Kirche. Dank eines Buches, was es auf dem Markt gab, mit dem, im Namen Gottes hieß es genau. Mhm. Und das war der Grund für mich zu sagen, nee, also katholische Kirche überhaupt nicht. Weil wenn die so arbeiten, dann hat es für mich keinen Glauben zu tun. Und das, was eben die Mormonen gemacht haben, das Ganze, das hat mir gut gefallen. Mhm. War das denn so, dass du dann Mitglied geworden bist auch? Ich bin Mitglied geworden, ja. Bin dann einen Monat später getauft worden, so richtig. Ja. So mit weißer Kleidung, in so einem kleinen Tauchbecken und so ganz zeremoniell. Ja. Und warst dann richtig eingebunden in diese Gemeinde, aktiv? Ich war auch aktiv drin, ja. Ja, nun redest du immer in der Vergangenheit. Hat sich dann irgendetwas verändert? Ja, ich bin dann nach 3 Jahren ausgetreten, mhm. Weil es dann doch ein bisschen Schwierigkeiten gab. Ich habe also auch angefangen zu zweifeln, weil ich schwul war. Was? Weil? Ich war schwul, also ich bin bisher immer noch. Ja. Und es hat irgendwie nicht zusammengepasst, das Ganze. Ja. Und wie stehen denn die Mormonen zur Homosexualität? Überhaupt nicht gut. Gut? Also, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Die lehnen es total ab. Es ist eine Sünde, ein Machtwerk des Bösens. Ja. Und hat also nichts mit Gott und Bibel zu tun. Standst du nicht in einem riesigen Konflikt, als du entdeckt hast, dass du schwul bist? Na, ich war ja damals, also als ich auch zur Kirche gegangen bin, auch schwul. Ne, ich sage. Ich hab damals ja abgelegt, das Ganze. Aber dann hat es angefangen, wo ich gesagt habe, hat es eigentlich einen Sinn, warum, weshalb, wieso mache ich das? Und das tut mir im Grunde genommen überhaupt gar nicht gut. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, also, nee Leute, so geht's nicht. Also meine Frage war, gab es da keinen großen Konflikt? Du warst bei den Mormonen, wusstest, dass die das ablehnen, wusstest aber auch von deinem eigenen Empfinden. Ich habe denen nichts gesagt darüber. Ist ja egal, ich meine jetzt für dich innerlich. Es war ein Konflikt. Ja. Ich habe mich gefragt, ob es auch rechtens ist, das zu verheimlichen. Jahre hinweg. Hast du es vollkommen verdrängt und unterdrückt, die Zeit? Genau. Hast es nicht gelebt? Ich hab's nicht, überhaupt nicht. Ja. Hast du es dann den Leuten irgendwann gesagt? Nachdem ich halt mal anders konnte, ja. Ja, wie haben die darauf reagiert? Die waren geschockt, entsetzt und zwar alles ablehnen zu mir. Von wegen, ja, du bist jetzt ausgeschlossen, hier bist nicht mehr willkommen und gar nichts, haben versucht mich zu bekehren. Das haben die sofort gesagt, du bist ausgeschlossen. Nein, überhaupt nicht. Was mich also auch damals gewundert haben. Die haben nur versucht gehabt, mich zu bekehren, mich auf die normale Ecke zu bringen. Mhm. Ob das, also in Form einer Therapie vielleicht oder so? Genau. Ja. So, das hast du dann aber nicht mit dir machen lassen wollen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe also dann gesagt, dass Leute, entweder ihr akzeptiert das Ganze, ja. Ihr akzeptiert die Homosexuellen, oder ich bin draußen, ja. Weil es ist...
War dieser Satz für dich nicht sehr schwer zu sagen, wenn man so viele Jahre aktiv war in einer solchen Gruppe? Nein, überhaupt nicht. Weil ich mir auch gesagt habe, Schwule sind Menschen und Schwule sind auch gläubig. Ja, aber da gehört doch sehr viel Selbstbewusstsein schon zu, um so aufzutreten. Es fiel mir irgendwie leicht. Ich weiß, weiß aber nicht warum, aber es. Okay, dann hast du es so gesagt und das war dann damit besiegelt, dass du draußen warst. Ich war dann draußen, ja. Bin zwar also in Anführungsstrichen immer noch Mitglied, weil ich die Mitgliedschaft selbst nicht beendet habe. Mhm. Müsste man ja schriftlich machen. Aber du bist nicht mehr aktiv oder irgendwie involviert. Hat man versucht, dich irgendwie in irgendeiner Weise doch nochmal zu bequatschen oder irgendwie reinzuziehen oder irgendwas zu machen? Die hatten versucht, weil ich habe bis Ende 93 noch in Frankfurt gelebt. Ja. Und da hat schon also in regelmäßigen Abständen so alle 3 bis 6 Monate einen Anruf gekriegt von dem Bischof. Aber das ist jetzt beendet? Das ist beendet. Die wissen ja nicht, dass ich in München lebe. Ja. Und habe auch denen gesagt, dass ich halt auch keinen Kontakt mehr möchte. Ja. Und das habt ihr auch sein lassen. Und du bist bedient jetzt? Ich bin bedient. Giovanni, danke für deinen Anruf. Bitte, bitte. Ciao. Ciao. Kleine Musikpause. Meine Lieben, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln. Heute Nacht heißt unser Thema extreme Religiosität. Und ich möchte gerne mit euch reden, mich mit euch unterhalten über eure Erfahrungen mit extrem religiösen Gruppierungen, mit Sekten, mit auch extremen Ausrichtungen innerhalb der evangelischen oder katholischen Kirche. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, 0130 2911. Und weiter machen wir jetzt mit Ela und die ist 16. Die oder der? Die. Die, hallo Ela. 16 hallo. Jahre, ne? Ja. Hallo. Ja, leg mal los. Ja, also hier bei uns habe ich durch einen Kollegen, also den ich in der Clique kennengelernt habe, bin ich an eine Sekte gekommen, die hieß im Kreis Luzifers. Der Kreis Luzifers? Mhm. Ja. Und also eine Teufelsekte, ne? Ja, also ich war dann nicht richtig drin, bloß ich bin da also zu so einer Sitzung, zu so einer schwarzen Messe, habe ich mich überreden lassen, da mitzugehen. Und also, was da abgegangen ist, fand ich ziemlich pervers und weiß nicht. Was ist da genau passiert, Ela? Also, da haben so eine Gruppe von 10 bis 15 Leuten, also die haben dann so eine schwarze Messe gehalten. Und dann wurden da auch Opfer gebracht, so, weil... Opfer gebracht? Ja, ja. So wie, also Hühner und so wurden umgebracht und so. Die wurden da in der Messe geschlachtet? Ja. Ja. Und also Mädchen wurden bedrängt, also mit den Jungen da zu schlafen und so, also als Opfer. Ja. Und also das fand ich ziemlich heftig so. Ja. Was hast du währenddessen gemacht? Standst du nur so einfach dabei? Ja, also ich stand dabei und hat das gar nichts mehr mit Religion oder sowas zu tun, das ist für mich einfach nur abartig so. Waren das hauptsächlich ganz junge Leute? Ja, so ich würde sagen, so junge Leute zwischen, weiß nicht, 16 und 24 oder so. Und der Oberboss da, war das auch ein junger Typ? Ja. Ja, also der war so ich schätze mal so der Älteste, aber ja. So, ungefähr 24. Und wo wurde das gemacht? Also auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof? Ja. Nachts? Ja, sobald es dunkel war. Also hat man sich dann getroffen und so. Unter freiem Himmel? Ja. Ja. Hattest du nicht Angst, dahin zu gehen? Also,
Angst vor den Leuten, so nicht vor dem Friedhof oder so. Ja. Bloß, weil ich denke so, der Friedhof ist so einer der ruhigsten Plätze so. Mhm. Aber vor den Leuten und weiß nicht, was da abgegangen ist. Bist du denn da alleine hingegangen? Nein, wenn dann, also mit diesem Kollegen da. Der dich darauf auch angesprochen hatte? Ja. Obwohl, so ich habe jetzt, also inzwischen habe ich habe mich dann ziemlich schnell davon entfernt. Wie viel Mal warst du bei so einer Messe dabei? Also ich würde sagen so 2-3 Mal. Also. Ja. Bestand denn bestand das nur darin, dass man sich zu dieser Messe traf? Oder gab es da irgendwie auch noch andere Treffen außerhalb des Friedhofs? Eigentlich weniger, also weniger die, wenn dann haben sich so die Leute, die sich unter sich kannten, so wie ich und also hier mein Kollege da, ja. Die haben sich dann darüber unterhalten und dann wurde es auch so weitergegeben, wann die nächste ja. Messe ist und so. Wie lange dauerte so eine Messe? Unterschiedlich, aber Stunden manchmal. Stunden? Ja. Also es wurden Opfer gebracht, hast du gerade gesagt? Mhm. Wurde auch irgendwie gesungen oder dass man gemeinschaftlich irgendwas noch tat? Ja, also der hier dieser Führer, sag ich mal, ja. Der hat dann also gesprochen oder hat dann gesungen und die anderen Mitglieder haben dann gestanden und oder gekniet und Musstet ihr, die Zuschauer, denn auch irgendetwas machen? Also, eigentlich nicht so. Die Mädchen, die wurden zwar also überredet, ja. So als Opfer für Luzifer, also dann Geschlechtsverkehr mit den Jungen zu haben. Während der Messe? Ja, als Opfer. Und wurdest du auch gezwungen dazu? Nee, also ich habe mich da nicht überreden lassen. Und ja. Ich muss sagen, ich stand aber auch ein bisschen unter dem Schutz von meinem Freund da. Mhm. Nur, dass der gesagt hat, nee und... Also die hatten dann Geschlechtsverkehr während der Messe vor den anderen Leuten auf dem Friedhof? Ja, als Opfer wurde das dann, als heiliges Opfer wurde das dann so da geboten. Als du das gesehen hast, was ging da in dir vor? Ich fand das schrecklich. Ja. Ich fand, das hat gar nichts mehr so mit... Weiß nicht, für mich war das einfach nur pervers und abartig. Ja. So. Also sowohl die Tieropfer als auch diese Sache dann, ne? Weiß nicht, so mehr... So, als ich das gesehen habe, mir wurde schlecht und ich weiß nicht, ich habe gedacht, das weiß nicht, wie können Menschen sowas machen? So, du sagtest du gerade, Ela, dass du das ein paar Mal gesehen hast, ne? Warum bist du überhaupt dann nochmal dahin gegangen, ein zweites Mal? Ja, weiß nicht, ich glaube, mehr so, weil mich interessiert hat, was da so abläuft. Ja, aber dann irgendwann war für dich klar, Schluss, ich gehe nicht mehr hin. Ja. Durch was kam dann letztendlich die Entscheidung? Weil ich hatte auch, ich glaube, ein bisschen Angst so davor. Ja. Weil mir war es nicht so ganz geheuer, was da immer abgegangen ist. Und der Freund, der dich damit hingenommen hat, hat der das dann auch so hingenommen und toleriert, dass du gesagt hast, nein, ich möchte es nicht? Ich habe erfahren, dass dann nach und nach, dass dann immer mehr Leute ausgestiegen sind. Ja. Und mein Freund, der war dann auch dabei, weil der hat auch gesagt, weiß ich, irgendwann wurde ihm das auch zu viel und zu pervers, was dann abgegangen ist. Hast du denn mit ihm auch darüber diskutiert und ihm das erklärt, warum du das nicht möchtest? Ja, ich habe ihm gesagt, dass ich mir das nicht weiter angucken kann, ja. So, was da nachts auf dem Friedhof passiert und so. Und dann hat er, am Anfang hat er dann immer gesagt, so, ja, das wär schon heftig so, aber... Wäre doch für Luzifer und sowas. Aber jetzt ist er auch raus aus der Gruppe. Ja, und so wie ich also mitgekriegt habe, hat sich die Sekte auch also aufgelöst. So. Mhm. Hast du das damals irgendjemandem erzählt? Deinen Eltern zum Beispiel? Nee, also wir sind eine sehr katholische Familie eigentlich. Ja. Also meine, das fing schon an so seit Generationen und so. Aber... Ja. Ich habe das einer Freundin mal erzählt und die hat mir nur gesagt, also es ist richtig, dass ich da raus bin. Ja. Kanntest du denn andere Leute, andere Jugendliche, die dabei waren? Vom Ansehen so? Uh-uh. Kannst du nicht? Ich kannte nur den einen Jungen. Ja. Wie hat denn dieser Freund, der dich angesprochen hat, wie hat der dich denn überhaupt, ich sag jetzt mal so, geködert, da hinzukommen? Nein, also wir haben uns
ab und zu haben wir uns unterhalten und dann kam dann auch einmal das Thema Religion auf und so. Ja. Und haben wir darüber diskutiert und dann kamen wir darauf irgendwie, wie Teufel und Gott zueinander stehen und so. Und dann hat er mir gesagt, so, dass er also Leute kennt, die so nicht an Gott glauben und so. Und also hat nicht so direkt gesagt, dass das so eine Sekte ja. ist. Und ob ich mir das mal angucken möchte oder so. Du wurdest zu neugierig. Ja. Ja. Mhm. Sei froh, dass du raus bist. Ich finde die Entscheidung natürlich vollkommen in Ordnung und richtig, dass du da die Notbremse gezogen hast und hast gesagt, Schluss, aus, nicht mein Ding. Das ist pervers einfach. Ja. Absolut. Danke für deinen Anruf und dass du das so ausführlich erzählt hast. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Ciao. Jetzt höre ich gerade, wir haben irgendein technisches Problem. Wir machen kurz Musik und ich hole mein anderes Mikrofon mal rüber, ja? Jetzt hoffe ich, man hört mich. Das gute alte Mikro muss wieder her. Irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Kopfhörer und dem modernen Headset, wie man das hier so nennt. So, das war die Ela und jetzt geht's weiter mit dem Heiko und der ist 30 Jahre. Hallo. Hallo Jürgen. Hallo Heiko. Ich grüße dich. Ich kann leider nicht mit so spektakulären Erfahrungen aufwarten wie die Vorredner. Ja. Ich wollte ganz einfach über die, ich sag mal, alltägliche Problematik reden. Wie es ist, wenn man mit Leuten zusammenkommt, die extrem religiös sind. Ja. Ohne das jetzt negativ im Hinblick auf Sekte. Ich kann vielleicht dazu sagen, ich selbst bin evangelisch von Geburt an. Ganz normal. Ganz normales Mitglied in der evangelischen Landeskirche, ohne jeden Extremismus, der auch nicht jeden Sonntag in die Kirche rennt, aber an Glaubensfrage trotzdem interessiert ist und auch aktiv ist. Ja. Und Mit welchen extremen Leuten kommst du denn zusammen? Mit meinen Schwiegereltern. Aha, was machen die? Wo sind die organisiert? Also meine Schwiegereltern, die sind in der katholischen Kirche und gehören da zur sogenannten Schönstattbewegung. Schönstattbewegung? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist eine sehr mariengläubige Richtung innerhalb der katholischen Amtskirche. Sehr konservativ? Geht zurück, die ist da bei euch im Rheinland sogar, bei Koblenz, fallen da bei Koblenz beheimatet, geht zurück auf einen Mönch namens Pater Kendenich, der irgendwann Anfang des Jahrhunderts wohl eine Marienerscheinung hatte und dann eben diese Bewegung gründete. Ja. Und was sind denn so die Hauptsäulen dieses Glaubens, die dich vielleicht auch etwas irritieren oder gar provozieren? Ja gut, was mich generell und vielleicht die Geschichte, ich bin nun vor 8 Jahren erstmals, nachdem ich meine jetzige Frau damals noch Freundin kennengelernt hatte, bin ich in die Familie eingeführt worden natürlich und war also, sagen wir mal, vom evangelischen Standpunkt her zwar christliche Grundwerte, aber doch auch mit liberaler Prägung und eben auf die Bibel zurückgeführt gewohnt. Und plötzlich war ich also mit sehr vielen Symbolen, Mariensymbole, dem Papsttum konfrontiert, Dinge, die ich eigentlich, denen ich immer sehr distanziert bis ablehnend gegenüberstand. Na gut, das Papsttum ist ja nun halt, das findest du ja nur bei allen Katholiken erstmal. Ja, das ist richtig, wobei natürlich die Zahl der Papstkritischen wächst, würde ich mal sagen. Klar, sicher, das ist eine andere Frage wieder. Ja, ja. Aber also dich hat dieser Marienkult, sag ich jetzt mal, schon befremdet. Ja. Was hängt denn da noch so dran an diesem Kult? Nun, es hängen zum Beispiel auch sehr strenge Moralvorstellungen dran, was damals bezüglich zum Beispiel auch dem Thema vorehelichem Geschlechtsverkehr und überhaupt vorehelichem Zusammenleben natürlich etliche Spannungen
in das Verhältnis zwischen meinem Schwiegervater und mir brachte. Und auch, Verhütung? Ja, auch dieses Thema. Ja. Ich habe damals diese eigentlich alten Kamellen, aber ja, es ist immer noch, leider Gottes, immer noch ein Thema. Ich war also gewohnt in meinem Umfeld, dass derartige Themen eigentlich keine Themen waren, sondern Selbstverständlichkeiten, dass man verantwortungsbewusst auch mit Sexualität umgeht. Hat das denn sehr dein Verhältnis mit deiner jetzigen Frau dann erschwert und oder problematisiert, problematisch gestaltet? Das Verhältnis mit meiner Frau eigentlich weniger, weil sie ist, sagen wir mal, durch die religiöse Extremität auch frühzeitig von der katholischen Kirche weg gedrängt worden mittlerweile, oder das heißt mittlerweile schon vor Jahres, soweit, dass er auch konvertiert ist zum Protestantismus, was natürlich nicht unbedingt für Begeisterung sorgt. Wie man das kann ich mir gut vorstellen, allerdings ja. Wenn ihr euch jetzt trefft, gibt es da noch Streitereien oder ist das mittlerweile so abgeklärt, dass man sagt, okay, komm, wir lassen uns gegenseitig in Ruhe? Ich glaube, das kann man eben, man hat gelernt, sagen wir, den Standpunkt des anderen zu respektieren oder mit ihm zu leben. Mhm. Ich meine, gerade jetzt an Ostern, klar, großes Familientreffen, man trifft sich wieder, man kommt natürlich auch auf religiöse Themen, so nach dem Motto, wie oft warst du in der Kirche, wie oft war ich in der Kirche. Heiko, was findest du an dieser, sag ich jetzt mal, Glaubenshaltung gefährlich oder sogar am gefährlichsten? Was ich gefährlich finde, ist, dass jetzt die Schönstattbewegung speziell versucht, ihre Anhänger extrem zu indoktrinieren. Mhm. Sie versuche extrem unheimlich strenge Glaubens- und Moralvorstellungen auf die Leute zu projizieren. Also eine ganz klare autoritäre Struktur. Ja, ne, würde ich wie so sehen. Bei sehr vielen dieser Gruppierungen, wie bei den Zeugen, wo da haben wir gerade drüber geredet, das auch vorzufinden ist. Ja. Und der Einzelne hat nicht viel zu melden. Er muss sich absolut unterordnen. Ja, das ist noch weitergehend als jetzt sagen wir in der katholischen Kirche als solcher, die natürlich auch Unterordnung verlangt, aber ganz speziell eben auch auf diese Marienfrömmigkeit bezogen. Ja. Das läuft mir eigentlich irgendwo zuwider, sowas. Ja. Die Leute selber, mit denen komme ich prima aus, das sind prima Leute, muss man sagen. Mhm. Also die versuchen einem auch nicht da irgendwie jetzt ihren Glauben oder ihre Denkrichtung aufzuhören. Also kein Missionierungsdruck. Nein. Ja. Missionierung mit Sicherheit nicht. Ja. Heiko, danke, dass du es erzählt hast. Das wird auch scheitern. Ich meine, ich habe immer noch Gegenargumente gefunden. Und es gibt genügend Gruppierungen, die damit leider Gottes viel Erfolg haben, mit dem Missionieren. Ja, das ist halt, warum ich das jetzt überhaupt in die Diskussion eingeführt habe, das ist halt jetzt nichts, was von irgendeiner Scientology, Zeuge Jehova, Sataniste, Bewegung herkommt, sondern das ist im Prinzip Alltag. Ja, es gibt einem Alltag begegnen, religiöser Extremismus. Und den finden wir eben auch in unseren großen klassischen Kirchen. Genau, sowohl in der evangelischen Kirche findet man das auch. Genau, ich kenne auch evangelische Leute, die also extreme Pietisten sind. Mhm. Die sind auch, ich sage jetzt mal polemisch, nicht besser als jetzt extreme Marienfanatiker oder sonstige. Ja. Ich finde, jede Art von religiösem Verbohrtsein und Fanatismus ist gefährlich. Heiko, danke für den Anruf. Jo. Tschüss. Wie spreche ich das jetzt aus? Schiff? Schiff, genau. Schiff, 26. Er ist auf dem Wasser. Ein Mann ist es. Ja. Ja, ich grüße dich. Ich grüße dich, Domian. Du hast Erfahrung gemacht mit extremer Religiosität? Ja. Inwiefern? Ich bin Äthiopier. Ja. Und ich halte mich gegenwärtig in Deutschland auch wegen Studium. Ja. Und zwar, ich bin koptisch-orthodox von Geburt aus. Was bist du? Koptisch-Orthodox. Ja. Das hat nichts mit dem russischen Orthodox zu tun. Sie haben zwar den gleichen Namen Orthodox, aber wir sind doch ein bisschen anders. Wir halten uns ein bisschen an die Regeln der Juden. Mhm. So, dass man kein Schweinefleisch essen darf und dass man, ich sag's mal jetzt, beschnitten werden soll, wenn man Mann ist. Und ist so das eine extreme religiöse Ausrichtung? Die ist nicht extrem. Ja. Die war mal extrem. Aber bei weitem nicht so extrem wie andere Religionen, die ich mittlerweile kennengelernt habe. Ich habe sehr viel mit Mormonen zu tun gehabt, mit Katholiken und auch jetzt, wie die meiste in der deutschen Bevölkerung, Evangelen. Mhm. Da spürt man halt verschiedene Unterschiede, also ich sage mal jetzt Unterschiede. Denn wo ich aufgewachsen bin, als Orthodoxer, bin ich ja in eine Schule gegangen, eine Privatschule, die
von maltesischen Nonnen geleitet wurde. Mhm. Die waren Katholiken. Ja. Mein Großvater, also der Bruder von meinem Großvater, der war quasi der Papst des Landes Äthiopien, ja, in kaiserlichen Zeiten. Und da kannst du dir vorstellen, was für eine Macht er in der Familie hatte, mhm, was die Religion und auch die soziale Struktur betraf. Und dieser Macht warst du ausgesetzt? Ich war das nicht ausgesetzt. Und zwar freigestellt. Verstehe ich nicht. Haben mich ja die Eltern in die katholische Schule gesteckt. Ach so. Ja, es war eben, er hatte die Macht. Ja. Also aber nur, wenn man zu ihm ging, ne? Also hast du aber schon in deiner Familie diesen Extremismus, sage ich jetzt mal, mitbekommen? Nein, meine Familie war ganz und gar nicht extrem. Die wollten gar nicht, dass ich religiös werde. Ah ja. Das habe ich von mir aus getan. Ja. Wo hast du denn dann Erfahrungen gemacht mit extremen religiösen Gruppen? Bei den Katholiken. Ja, und was hast du da erfahren? Halt, dass man mir aufgezwungen hat, dass ich die Religionsunterricht mitmachen muss, dass ich jeden Tag früh um 8 in die Kirche reingehen sollte und da beten sollte, wenn man irgendwas gemacht hat, wenn man eine Strafe begangen hat in der Schule, halt, wenn man Arbeit nicht geschrieben hat oder wenn man einen Tag gefehlt hat, war die Strafe die Religion. Mhm. Was noch? Ja, und ich gehe in die Schule und wird mir den ganzen Tag diese katholische Religions... Lehre. Ja, dieser Lehrer wird mir aufgezwungen. Ja gut, das ist nun mal in einer katholischen Schule. Ich gehe nach Hause. Das ist nun mal in einer katholischen Schule so, wenn man da ist. Ja, aber da sollte man doch jemandem die Freiheit geben, um nicht in die Klasse zu gehen, wenn es Religionsunterricht ist. Na gut, aber wenn man auf einer katholischen Schule ist, hat man die Freiheit eben nicht auf eine katholische Schule zu gehen. Wenn man schon mal da ist, dann... Ja, Domian, wir sprechen jetzt von zwei Arten von katholischen Schulen. Die katholischen Schulen in Deutschland und in Europa. Ja. Man schickt seine Kinder dahin, um sie katholisch zu erziehen. Ja. Man schickt seine Kinder zu katholischen Schulen bei uns nicht, um sie katholisch zu erziehen, sondern denen eine gute Ausbildung zu garantieren. Ja. Weißt du? Also dir war das Ganze zu viel... Mir war das Ganze zu viel. Und hast das nicht in guter Erinnerung? Ich habe es nicht in guter Erinnerung. Und was ich dann letzten Endes wieder... Muslime und Christen leben bei uns sehr friedlich zusammen. Mhm. Sehr friedlich. Ich habe diesen Unterschied nie gekannt. Ja, danke für deinen Anruf. Okay, dann. Tschüss, ciao. Ja. Silvia, 34. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und zwar habe ich also ein einschneidendes Erlebnis mit der katholischen Kirche. Ja. Und zwar war ich verheiratet. Ich habe 88 geheiratet. Und 89 hat mein Mann sich von mir getrennt. Der hatte also eine andere. Mhm. Und 6 Monate später flatterte mir ein Brief in ein Haus von Münster, vom bischöflichen Offizialrat. Lat, genau. Und mein Mann beantragte die Annullierung unserer Ehe. Mhm. Und er gab 3 Gründe an. Eheführungsunfähigkeit, mangelnder Ehewille und Totalsimulation. Totalsimulation? Ja, richtig. Hä? Was ist das? Gefährlich an. Und zwar beschreibt die Kirche, ich habe also alles schriftlich, ich habe einen riesen Aktenberg hier. Und zwar schreiben die Totalsimulation ist, wenn ich aus ganz anderen Gründen geheiratet habe als die katholische Kirche. Und zwar es vorschreibt. Also aus anderen Gründen? Ja, genau. Und weswegen? Zwar mein Mann behauptete, ich hätte ihn geheiratet, weil ich einen Versorger brauche. Aha. Und wie hat es die katholische Kirche denn gerne? Ja, die hat also die Liebe und der eheliche Akt ist nur dazu da, um Kinder zu zeugen. Ja. Das kennen wir ja nur auch schon. Ja. Ja, das war also noch nicht das Schlimmste. Ich kriegte also diesen Brief ins Haus und ich war also erst, wollte ich da also nicht hin. Und ich habe mich da also gegen gewehrt. Und nachher habe ich mir dann gesagt, die 1,5 Jahre, die wir verheiratet waren, wir waren vorher 5 Jahre zusammen, da ist nie was Schlechtes passiert. Also ich brauche mir nichts vorzuwerfen. Also gehst du da hin und nimmst da Stellung zu. Mhm. Mein Mann hatte dann 6 verschiedene Zeugen, die dann für ihn aussagten. Das war wie eine Gerichtsverhandlung. Also man muss ja richtig hingehen und man muss sich da mündlich äußern. Mündlich äußern, ja. Wer sitzt da? Der Bischof oder wer? Wie bitte? Wirklich? Ein Dekan, der für solche Fälle extra abgerichtet ist, im wahrsten Sinne des Wortes. ich fand das, also bevor ich da reinging, fand ich das auch noch ganz lustig. Ja. Danach fand ich es nicht mehr lustig. Also ein Dekan saß da und wer noch? Und ein Anwalt
Und zwar ein Anwalt saß da, die wurden aber vertreten von drei Anwälten und von einem Psychiater, den ich nie gesehen habe. Und mein Mann behauptet jetzt praktisch, ich sei psychisch krank, eheunfähig und all solche Sachen. Und ich sollte dann zu dieser Aussage Stellung nehmen. Und du standst alleine vor diesen Leuten? Genau. Und musstest Rede und Antwort stellen? Ja. Also normalerweise zu der Zeit war ich also nicht auf den Mund gefallen, ja. Nur ich habe da in diesem Raum gesessen, ich habe also das Gefühl gehabt, ich bin da angekettet. Ich war nicht in der Lage aufzustehen und der ganzen Phase ein Ende zu machen. Sag mal, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, weil das habe ich noch nie gehört, sowas. Ist das ein übliches Verfahren in der katholischen Kirche? Das ist ein übliches Verfahren. Ich war Verfahren 87 das im Jahr 90. Ja, erzähl mal weiter, dann saßt du nur da und ja, die haben dich in die Zange genommen. Ja, dann wurden Fragen gestellt, aber nicht zu der tatsächlichen Ehe, die anderthalb Jahre, wo wir verheiratet waren, sondern mein ganzes Leben wurde in Frage gestellt. Und zwar der Geburt an bis zu dem Tag, wo ich meinen Mann geheiratet habe. Und zwar so vertrauliche Dinge, die man Partner, die man liebt, anvertraut, was einem passiert ist im Leben, was man selber falsch gemacht hat oder was einem widerfahren ist, wo man nichts vorkonnte. Das wurde alles gegen mich verwendet. Mir wurde praktisch vom Dekan allein schon vorgeworfen, dass ich unehelich geboren wurde. Das ist ja unglaublich. Und das ist nicht lange her, ne? Nein, das ist in 90 wurde der Antrag gestellt und ich habe 92 damals das Urteil gekriegt. Wie lange dauerte denn diese Prozedur? Die Prozedur 3,5 Stunden. 3,5 Stunden? Ja. Und du warst völlig mit den Nerven fertig wahrscheinlich danach? Ja, ich weiß, also ich habe alles also schriftlich. Ich gucke mir das heute noch hin und wieder an und mir echt die Tränen. Es gibt ein Protokoll davon. Ja. Und zwar wird da... Das ist so ein bisschen Inquisition, ne, was die da gemacht haben. Ja, darüber wird entschieden, zum Beispiel, ob ich fähig war, mit Leuten umzugehen. Mir wurde unterstellt, ich wäre Alkoholiker. Daraufhin fragte der Dekan mich, sind Sie Alkoholiker? Und dann habe ich gesagt, nein, ich bin keine Alkoholikerin. Ich bin auch nicht, mein Mann brachte dann auch noch, ich wäre tablettensüchtig, um diese Annullierung durchzukriegen. Und statt jetzt zu sagen, gut, Sie haben Nein gesagt, wurde dann halt von dem Dekan gesagt, das können Sie ruhig sagen, ich bin auch Alkoholiker, wir geben das sowieso die erste Zeit nicht zu, ne? Zu sowas sollte man also stehen. Ich wurde da also regelrecht fertig gemacht. Haben die dich, was dein sexuelles Empfinden und dein Sexualleben angeht, auch auseinandergenommen? Ja, ja. Gab es sehr indiskrete Fragen? Was denn? Gab es sehr indiskrete Fragen? Ja, es gab eigentlich in Bezug auf meinem Leben total indiskrete Fragen. Zum Beispiel? Wurde, wie gesagt, ich hatte meinem Mann zum Beispiel anvertraut, ich verstehe mich mit meinem Stiefvater nicht und ich bin damals von ihm missbraucht worden. Und das habe ich halt meinem Mann erzählt und ich bin da also sehr offen, relativ offen mit umgegangen zu der Zeit, weil ich das wichtig fand. Und mir wurde dann Erben machte dann die Aussage, ich wäre so ein launischer Mensch, ich würde mich noch nicht mal mit meinem Stiefvater verstehen und deswegen sei ich mit 17 zu Hause weggelaufen. Das ist unglaublich. Ich bin aber zu Hause rausgeschmissen worden. Zu guter Letzt bei dem... Sag mal, während dieser ganzen Sache, hast du dann nicht irgendwann so einen Hass und Zorn bekommen, dass du dachtest, jetzt langt's aber Jungs? Ja, und bist ich hab, bin an dem... Also zu guter Letzt muss ich dann auch noch auf die Bibel schwören, dass ich auch die Wahrheit sage. Man legte also meine Hand auf die Bibel und ich musste schwören, dass ich die Wahrheit gesagt habe bei meiner Aussage. Dann bin ich nach Hause. Ich habe stundenlang geheult. Ich war fertig. Dann kamen Hassgefühle gegen meinen Mann hoch. Also wenn der mir einen Tag über den Weg gelaufen wäre oder ein paar Wochen später. Das Ende vom Lied ist, dass ich da unheimlich drunter gelitten habe und eigentlich jetzt was Vertrauen der Menschen betrifft, also überhaupt kein Vertrauen. Ja, und wahrscheinlich ist die katholische Kirche absolut für dich gegessen, ne? Ja, ich habe über 6 Jahre Jugendarbeit gemacht in der katholischen Gemeinde und mir wurde von keiner Seite in Kleve, also da komme ich her, von keinem Pastor, von keinem Kaplan eine Hilfestellung gegeben. Es war im ganzen Kreis nur ein Pastor dafür zuständig und der hat mit meinem Mann dieses Schreiben aufgesetzt. Es durfte kein Pastor, kein Kaplan mit mir über diese Sache reden. Mensch, Silvia, das ist ja ein Knaller, was du da erzählt hast. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Wir müssen leider Schluss machen, weil die Sendung sich dem Ende zuneigt. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Aber du bist über die Sache hinweg.
jetzt? Ja, nur ich lebe seitdem sehr zurückgezogen. Ja. Also ich muss sagen, was Vertrauen ist, egal was für Menschen, da habe ich mich absolut zurückgezogen. Liebe Silvia, wir müssen Schluss machen. Ja. Alles Gute. Ja, ciao, ciao. Tschüss. Freunde, das war's für heute Nacht. Technik Anne Buchholz, am Mikrofon Jürgen Domian. Morgen Nacht offenes Talkradio für alle eure Themen. Schöne Nacht, bis morgen. Bye, bye. Ciao.